Es wird weihnachtlich auf dem digitalen Weihnachtsmarkt. Und wie? Richtig gemütlich, ne? Genau, ja. Wir gehen auf den Dezember zu und ihr seht, hinter uns haben wir den ersten Weihnachtsbaum, den ersten von mehreren. Aber den ersten haben wir hier schon im digitalen Weihnachtsmarkt untergebracht und ihr seht es vor uns, es wird sehr stimmungsvoll. Das denke ich auch und wir haben was ganz Besonderes heute für euch dabei, und zwar sind das die Lichtbögen, die man auch unter dem Namen Schwibbögen kennt. Die kommen ursprünglich aus dem Erzgebirge und der Name Schwibbogen, der kommt ursprünglich auch aus der Architektur. Und da geht es immer um diese Rundungen und Tore, und das findet man ganz häufig auch in alten Städtchen, die ganz eng gebaut sind. Da gibt es auch immer diese Bögen, und da ist wohl der Ursprung. Da habe ich doch wieder was gelernt. Ich hätte gesagt, das ist ein Lichterbogen und fertig, aber nein, es ist ein Schwibbogen. Gut, also Fernsehen bildet, wie man sieht. Ja, es gibt wunderschöne Motive, die der Ralf Voss aus Bad Fredeburg für uns gefertigt hat, beziehungsweise nicht für uns, sondern für euch gefertigt hat, weil was gibt es Schöneres, als in der Adventszeit schöne Lichter ins Fenster zu stellen, ins Wohnzimmer zu stellen, abends, wenn es dunkel und gemütlich wird, das Licht auf sich wirken zu lassen und dann noch Heimatmotive zu haben. Genau, hier zum Beispiel, das ist die Bad Fredeburger Kirche. Und da sind ganz, ganz tolle Details, da hat er sich richtig viel Mühe gegeben, ne? Wahnsinn, die werden von Fotos teilweise übernommen, die Motive, und umgesetzt, das ist Wahnsinn. Also ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal an so einer Bandsäge, nicht Bandsäge, wie heißt, Kopiersäge gearbeitet hat, oder wer vielleicht von Hand schon mal Sperrholz alleine ausgesägt hat, was für eine Arbeit das ist. Und wenn man dann angefangen hat und kurz vor Schluss ist man dann irgendwie abgerutscht und es funktioniert. Also ich habe es schon mal versucht, aber lange nicht sowas. Es ist eine richtig, also es ist viel Arbeit, es ist, sind sehr viele Arbeitsstunden, die hier in diese Bögen investiert wird. 20 bis 30 sogar. Absolut. Und wenn man sich die Details anguckt, ihr könnt es ja leider nicht so live erleben wie wir hier jetzt. Da merkt man auch, da sind selbst die kleinen Unregelmäßigkeiten in den Tannen hammermäßig. Es wird kein 3 mm Pappelsperrholz verwendet, das ist noch ganz wichtig, sondern es wird 4 mm Birkensperrholz verwendet. Ist ein bisschen haltbarer, oder es ist haltbarer, ein bisschen haltbarer ist da relativ, es ist haltbarer und von daher halt auch ein bisschen einfacher im Handling, weil man muss ja auch ab und zu die Geräte mal hochnehmen und mal Staub wischen und so weiter. Ja, wir wollen euch die Motive vielleicht noch mal kurz zeigen. Das haben wir schon angesprochen, das ist Bad Fredeburg. Dieses Motiv hier heißt Waldidyll. Waldidylle? Waldidyll. Waldidyll, also ein E zu viel. Waldidyll. Hier haben wir noch das Kloster Grafschaft. Auch sehr heimatbezogen. Absolut, stark, richtig gut geworden. Das ist ein Fachwerkhaus, das nennt sich auch Fachwerkhaus. Ja, genau. Richtig, ne? Ja. Und ganz filigran, es mutet so ein bisschen dreidimensional an. Also ganz filigran mit den Weihnachtsbäumchen und mit ganz kleinen Zäunchen. Eine Bank steht drin. Hier ist sogar eine Jahreszahl mit eingearbeitet, 1777. Also der Ralf, der legt wirklich sehr, sehr viel Wert aufs Detail. Er ist Rentner, wie er uns gesagt hat, und Hobbybastler. Also er macht das nicht in irgendeiner Weise gewerblich, sondern macht das wirklich nur für die Weihnachtszeit. Ja. Und man bekommt diese Bögen, diese Schwibbögen, exklusiv bei ihm oder eben bei uns auf dem digitalen Weihnachtsmarkt. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und hier ist noch das letzte Motiv, was wir haben. Das ist das Wasserrad oder vielmehr die Wassermühle. Und auch wieder ganz, ganz detailreich, total schön. Und ja, wenn man sich die herkömmlichen Lichterbögen, die man so im Fenster sieht, anguckt, und das mit diesen hier vergleicht, oh, die hast du für die Ewigkeit, ne? Das ist genau der Punkt. Also wir haben eben angesprochen, es ist sehr, sehr viel Arbeit da drin. Es sind 20 bis 30 Arbeitsstunden, die in so einen Bogen investiert werden, vom ersten bis zum letzten Arbeitsschritt. Und von daher hat natürlich ein solcher Bogen auch seinen Wert, seinen lebenslangen Wert, ja, für denjenigen, der ihn als Geschenk bekommt, oder für jeden Einzelnen, der ihn sich vielleicht selber ins Fenster stellt. Da ist es schon sehr wichtig, dass man sich sein Motiv gut auswählt und sich sagt, da habe ich einen Bezug zu, das würde ich mir gerne als weihnachtlichen Schwibbogen eben gönnen, anschaffen, wie auch immer.
Ich weiß, dass der Ralf auch individuelle Anfertigungen vornimmt. Ob das jetzt in der für die Weihnachtszeit jetzt noch klappt, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber letztendlich ist vieles möglich. Auch da der Kontakt gerne über uns, über Sauerland Design. Wir leiten das dann entsprechend weiter. Was wir hier noch haben, das seht ihr ja hier teilweise vorbeifahren. Das wäre zum einen so ein kleiner Tischmuck, wo auch der Weihnachtsmann drin vorkommt. Genau, und eine Krippensituation, die naturbelassen geblieben ist und ja auch ein sehr, sehr stimmungsvolles, vorweihnachtliches Accessoire eigentlich nicht fehlen darf. Das stimmt. Dadurch, dass sie beleuchtet ist, allerdings batteriebetrieben, habt ihr die Möglichkeit, die natürlich ganz flexibel zu dekorieren. Das ist auch eine schöne Sache, ne? Also, wir halten nochmal fest, es wird weihnachtlich auf dem digitalen Weihnachtsmarkt. Der Schwibbogen heißt Schwibbogen, weil, du hast es eben erklärt. Weil er aus dem Erzgebirge kommt. So ist das. Und weil er im Sauerland in Bad Fredeburg gefertigt wird, ist es natürlich der Sauerländer Schwibbogen aus Bad Fredeburg. Oder wie wir sagen, Lichtbogen. Lichtbogen. Genau, was bleibt jetzt noch zu tun? Für uns bleibt nichts mehr zu tun. Das war das heutige Video zu dieser wirklich sehr, sehr stimmungsvollen, vorweihnachtlichen und zu diesem schönen Angebot. Jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr nämlich in den Shop gehen. Nein, ihr müsst nicht. Ihr könnt natürlich. Ihr könnt vielleicht einen Glühwein trinken ab nächster Woche im digitalen Weihnachtsmarkt. Lasst ein bisschen den Schnee auf euch wirken. Macht die Weihnachtsmusik an. Rechts auf der Seite gibt es einen Button, da könnt ihr die Weihnachtsmusik anmachen. Und wenn ihr dann in Weihnachtsstimmung seid, dann geht da einfach in den Shop und guckt mal, wie viele von den Bögen wir noch haben. Ich glaube, so 2 oder 3 pro Stück, pro Exemplar hat er gesagt. Teilweise auch 5, also... Genau, sucht euch das aus, was euch gefällt und das war's für heute mit unserem Video.